Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde von Stardew Valley. Ach, ist das nicht herrlich grün draußen? Ich hatte so die Nase voll von dem winterlichen Weiß. Aber gut. Den Winter haben wir überstanden. Unsere Felder sehen auch sehr schön aus. Hier wächst auch alles. Hier kann man ja überlegen, ob man hier unterlang auch noch pflanzt, weil sonst wüsste ich auch nicht, was man dorthin machen sollte. Unsere Erdbeeren sind auch angewachsen. Ich glaube, unsere Tiere müssen wir heute Abend mal reinschaffen. Dass das Gras sich erstmal ausbreiten kann. Ansonsten haben wir bald ein Problem. Dann haben die hier wieder alles abgefressen. Hallo Wolli. Danke für die Wolle. Hallo Bertha. Hallo Schweinchen. Hallo Jule. Was stand da? Schwangerschaft erlauben. Gut, man könnte jetzt auch zwei kaufen und immer die züchten. Ich weiß aber nicht, ob man das muss. So, Ziegenkäse rein, das rein, wir sammeln wieder. Und gerade wo ich das sage, sehe ich... Ja. Naja, ich habe mir überlegt... Wir gehen heute in die Höhle und das ist das Entenbaby, die... Oh, guck mal, die bringt fast so viel wie ein Erwachsenes. Dann brauchen wir sie nicht großziehen. Bock, bock. Danke. Darf ich hier einmal bitte da? Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir gehen heute mal wieder in die Schädelhöhle. Mal gucken, ob wir ein wenig Iridium kriegen. Einfach mal ausprobieren. Wäre ja schön. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Felder. 12 mal 12. Boah. 144 Saat. Das ist eine Menge. Ich habe nämlich überlegt, ob wir mal Sternfrüchte pflanzen. Die gibt es jetzt nämlich zu kaufen. In der Wüste und wenn wir dann schon da sind, dass man die eventuell mitnimmt. Wir haben auch erst einen einzigen Iridium-Bahn. Ach Mensch, ich brauche mehr davon. Ich habe vergessen, die beiden Sachen wegzulegen. Wir wollen ja unseren Inventar schon so ein bisschen clear halten, ne, wenn wir da hingehen. Oh Gott, wir haben noch eine halbe Stunde, bis Pam kommt. Denn jetzt aber flott. Sachen packen, was wir brauchen. Das kann weg. Das nehmen wir mit. Wir nehmen mit einen würzigen Aal. Den nehmen wir gleich am Anfang wegen Glück und Geschwindigkeit. Dann nehmen wir zwei davon mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit zum Essen. Das nehmen wir mit zum Essen. Das sollte ausreichen. Geld haben wir mit und da ist Pam auch schon. Na, altes Haus. Also siehst du, Pam hatte doch noch... Pam ist durstig. Wenn du Hopfen... Hopfen. Hopfen war im Sommer. Das pflücken wir mal nicht. Nicht, dass uns das noch Platz klaut im Inventar. Auf in die Kaliko-Wüste. Und ich hoffe, wir sterben nicht. Wir haben noch 79.000. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Faktor erstmal noch 20.000 fest für... Ja, Katze? Wir brauchen 20.000 fest für den Hühnerstall, dass wir da auch nicht füttern müssen mehr. So, erstmal gehen wir hier rein. Du siehst wie ausgetrocknet aus. Ach, sehr freundlich. Sternfrüchte. Oh,
Gott, geht das auf den Preis. Das waren 16.000 fast. So, das reicht jetzt aber. Kann nur drinnen gepflanzt werden. Kann nur innen. Ich hoffe, das heißt aber auch, 12 Tage danach, alle 3 Tage, wenn wir alle 3 Tage fest irgendwas im Gewächshaus haben. Wir können jetzt keine Blaubeeren oder sowas kaufen. Das hätte ich gleich gesagt. Blaubeeren und dann Feuer frei. Oh, da kommt Gespenst. Ach komm, tauchen wir hier nicht so lange rum. Was ist das Ding für einen Rückstoß hat? Oh, eine Omnigeode, das ist schön. Da brauchen wir unbedingt mal einen Glückstag und dann Omnigeode feuerfrei, ey. Und hoffen, dass wir endlich die neue Waffe kriegen. So, und der zerfällt bloß, mit denen zu kämpfen, hat überhaupt keinen Sinn. Der ist auch echt nur da zum Nerven. Und dran vorbei. Und zurückschlagen. Bleib da hinten. Dass das geklappt hat. Och Leute, meine Energie ist hier gleich schon fast leer oder was? Wo ist denn dieses Loch? Da. Ja, diese gefrorene Träne lasse ich mal da. Hab ich jetzt keine Lust drauf. Loch, Loch, Loch. Wo bist du? Das kann ich auch wegnehmen, wenn sie ihn nicht mehr blockiert. Ich hätte mal vielleicht aufs Glück gucken sollen, ne? Scheinbar haben wir ja heute kein Glück, wenn ich hier alles aufgraben und hauen muss. Geh weg. Hat einer von euch eine Idee, wie man das da tötet? Diesen Klumpen? Okay, wir finden schön Omnigeoden. Katze, gib Ruhe. Oh, echt, ich habe jetzt hier fast jeden Stein aufgekloppt. Das ist doch nicht wahr, oder was? Endlich. Entschuldigt bitte den Kater, der hat irgendwelche Verstimmung. Oh nein, habt das Geräusch gehört? Das sind schon wieder diese Eulenfliegedinger, ne? Ja. Dann droppt mir wenigstens eine Bombe oder Essen los. Ja, Schattenessenz. Schon wieder so ein langsamer Geist. Ja, und noch mehr Mumien, ey. Kannst du bitte eine Leiter droppen, lieber Geist? Dass die auch überhaupt nicht wehtun, ey. Boah, ich frage mich, wie soll man denn hier überhaupt irgendwas zerschlagen können? Ich kann doch hier nicht einen einzigen Stein zerschlagen. Hier hau ich doch eine tot und dann steht doch die nächste schon fast wieder auf. Ich hoffe, das Ding ist jetzt nach unten hier irgendwo. Oh, Gott sei Dank. Und da. Was haben wir da? Ah, verdammt, das ist bloß Aquamarin. Ich habe mich schon gefreut, dass ich das erste Iridium habe. Komm,
kommt ein Loch oder sowas, dass ich immer ein bisschen nach unten komme. Immer nur die Leitern, ey. Kleinen Moment. So, ich habe mir schnell eine Karte ausgesperrt. Wenn der meint, die ganze Zeit zu mausen, kann er es draus machen. Genau so. Warum nicht am Anfang so wie jetzt? Genau, ich will nach unten. Ich will doch nichts weiter als nach unten. Aus den Dicken was raus und manchmal nicht. Also was jetzt kleine Mobs angeht. So, jetzt haben wir Geschwindigkeit und Glück. Könnten wir denn jetzt auch mal ein bisschen Iridium finden? Durch diese Zeitbegrenzung, die man hier natürlich hat. Dass man ja auch am Abend noch zurück muss. Oh, schön, ein neuer würziger Aal. Ah, oh, jetzt hänge ich an dem Erz hier fest und konnte deswegen nicht ausweichen. Die bringen auch nur Kohle. Weiße Algen, ganz wichtig. Kommt schon, hallo. Wenn man manchmal sich so, mir schon mal so ein Video angeguckt, 1000 Ebenen am Tag hier drinne. Ich mir so denke, super, ey, ich sitze jetzt Ebene 11 und hier geht irgendwie gar nichts. Und wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich tot. Hier austrinken. Mann, Joja Cola bringt überhaupt nichts. Hier ist nichts. Aber ich kann doch auch echt nicht noch mehr Verteidigung oder sowas kriegen, glaube ich. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Außer durchs Essen. Gott. Leute, entschuldigt. Die Leiter ist ja schon da. Dennoch wäre es eigentlich schön gewesen, hier wenigstens mit einem oder zwei Iridium rauszugehen. Aber wie es scheint... Das einzig Gute, was wir gefunden haben. Na gut, zwei Diamanten, ein paar. Acht Omnigeoden. Sind halt echt super. Aber wir graben uns hier heute dumm und düsig. Ja, nee, ich hab die Nase voll, wir gehen raus. Dass man die nicht töten kann.
wüsste nicht wie. So, dann gucken wir hier wenigstens noch mal rum. Ein bisschen Platz haben wir noch. Bisschen ist ja gut gesagt. Wir haben ja hier auch noch 4 Plätze frei. Sonderbestellung der Kneipe zum Sternfall. Bürgermeister Louis Herbstfülle. Doppelte Portion ballaststoffreiches Brot als Beilage. Mani, Kürbiskuchen, extra Schlagsahne. Dimitrius, Birneneintopf, Bohneneintopf, aber bitte scharf. Caroline, Fischtaco. Sie will 3 Portionen Soße. Am besten eine Serviette dazulegen. Meerjungfrau Show. 15423. Wir haben die Meerjungfrau Show gesehen, aber wenn du dies lesen kannst, komm zum geheimen Wald. Bring bitte Ahornsirup. Wie spät ist es da? Nachts um 12.40 Uhr? Das müsste zum Strand gehen, die Brücke. In dem Busch. 12.40 Uhr in der Nacht am Busch. Und Ahornsirup in den geheimen Wald bringen. Morgen machen wir mal ein paar Karten. Gucken uns das mal an. Bis auf die Nacht um 12.40 Uhr. Die machen wir jetzt. Hier habe ich allen möglichen Stuff drin. Ne? Geoden. 10, 18, eine. Ja, und 4 Deko fürs Haus. Und immer noch die violette Glückshose, der ich nichts machen kann. So, Essen kommt hier rein. Die Saat behalte ich mal. Die hier würde ich mir auch mal zum Essen aufheben. Weil die echt gut bringen. Stein, Stein, dein, deins. Das. Das. Der Rest. Ich habe keinen Erdkristall hier drin. Ich habe das alles nicht hier drin. Das habe ich natürlich alles hier. Da hatte ich es auch eigentlich vor reinzulegen. Gut. Und den Rest verkaufen wir. Gut, jetzt war da auch Schleim bei, aber... Ist halt so. Gleich wieder neue Kupferbarren machen. Mal unsere Ärzte langsam so ein bisschen runterarbeiten. 1, 2, da fehlt noch einer zum Fertigwerden und hier fehlen noch beide zum Fertigwerden. Komm zum geheimen Wald, bring Ahornsirup. Ich habe noch über 2 Stunden. So, wir lassen die Tiere mal drin, damit sich das Gras erstmal vermehren kann. Den Speedbuff haben wir noch 2 Minuten. So. Komm zum Geheimwald. Das ist doch eigentlich... Dieser. Wo es auch komischerweise irgendwie heller ist. Altmeister Kanuri, noch immer auf der Suche nach dem süßesten Geschmack. Ich habe Ahornsirup. Aber ich... Was soll ich damit machen?
So. Soll ich die vor ihm trinken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut. Wenn ich es nicht vergesse, google ich das mal zwischen den Folgen, was der da will. Ich wollte gerade den Hofeintrag, ist das nicht, ne? Das ist bloß die Map. Karte. Sammlung. Genau. Oh. Uhr. Mal gucken. Also schaffen tun wir das. Ich würde sagen, es ist das hier, ne? Gucken noch mal ganz kurz. Wow! Mani und Bürgermeister Luis. Aha, ihr Ferkel. Aber ist Mani uns nicht gerade links entgegengekommen? Schön, dafür haben wir morgen ganz wenig Energie. Naja, gut. Aber das war doch lustig mit anzusehen. Diese Ferkel, mitten in der Nacht. Nach der Kneipentour. Aber was hat das mit den Meerjungfrauen auf sich? Ich raff's noch nicht so ganz. Gut, 3300. Ja, der Tag hat uns mehr gekostet an der Saat, würde ich sagen. Wir können ja das noch verkaufen, das hatten wir jetzt noch nicht. Was ist das jetzt hier schon fertig? Was zur Hölle? Nein, Gießkanne brauche ich nicht. Sagt unsere Energie ab, wie gedacht, ist nicht voll. Weiß es nicht, ob es auch Essen in verschiedenen Sternqualitäten gibt. Saat haben wir ja noch soweit. Oh, Honig ist heute auch fertig. Herrlich. Das ist halt ganz normaler Wildhonig. So, und jetzt fangen wir dann mal an. Wirklich von jedem so etwa 10. Wir haben jetzt einen Kühlschrank. Da werden wir mal anfangen, unser Essen, was wir so anbauen, hier dann mal einzulagern. Alles wieder. Da ist auch noch einer. So, da ist ein Trüffelchen. Das Schwein bringt uns natürlich nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, es sind 10. Ich hatte 12 gezählt, so grob vom Augenmaß her. Ich glaube, für den Iridium-Sprinkler
ist das hier die bessere Variante. Ich glaube nämlich, der macht ein 8x8 Feld. Aber das sehen wir dann. 6, 7, 8. Ich glaube, der macht so ein großes Feld. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, denn man kann den freitags kaufen. Und das werden wir tun. Vielleicht macht er auch bloß ein 5x5 Feld, ich weiß es nicht. Sollten wir echt warten, bis der kommt. Bevor ich diese teuersten Samen hier einbaue und nachher kaputt hauen muss. Okay, das ist erledigt. Dann brauchen wir das nicht, das nicht, das nicht. Das auch nicht. So, schön zweimal Milch. Da machen wir auch gleich wieder Käse draus, um den Preis in die Höhe zu treiben. Und ich habe schon wieder den Eimer mit. Ich vergesse den immer wieder reinzulegen. Ein Pilz. Hier sind auch schon wieder ein paar Bäume groß. So, im Sommer gehen wir mal das erste Mal dann oben an die heißen Quellen. Was wollte ich jetzt hier? Ich weiß es nicht. Wir wollten eigentlich hier nochmal durchgucken, ne? Da waren wir nun. Ah, das hätten wir gleich machen können in der Wüste. Das haben wir schon. Waren wir da schon buddeln? Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison. Hinterm Gemeinschaftszentrum. Mal gucken, die Bäume sind so schweineteuer, was die beiden bringen. Ich muss ja sagen, eigentlich erwarte ich da jetzt eine Riesensache. Ach Leute, Konzentration ist heute nicht so da. Gleich alles mitnehmen, pflücken. Zwiebeln können wir nochmal pflücken gehen unten. Jetzt kommen, wir gehen erstmal schnell Zwiebeln pflücken. Oh. Lea braucht Hilfe. Sie kommt nicht an die Frucht dran, was immer das auch ist. Oh, André, du hast mich erschreckt. Siehst du die Frucht dort oben? Sieht lecker aus, nicht? Aber ich komme nicht ran. Ah, haha, danke. Okay, hab sie. Wow. Du bist stärker, als du aussiehst. Du bist einfach nur leichter, als du aussiehst. Hier, nimm ein Stück. Bei mir war es ein Apfel, aber oben am Baum sah das anders aus. Mir ist gerade etwas klar geworden. Selbst wenn meine Künstlerkarriere floppt, habe ich immer jemanden, der mich auf dem Weg nach unten auffängt. Dein erstes Kunstwerk ist für 5000 weggegangen.
einfach nur so weitermachst, bist du, glaube ich, relativ safe, wenn man mit dem Geld ein bisschen haushaltet. Nicht alles mit mal ausgibt. Ja, Holz brauchen wir unbedingt, ne? Hier könnten wir eigentlich noch mal lang gehen und alle Bäume fällen. Er ist noch nicht gewachsen. Okay. Quatsch, nein. Wir wollten eigentlich nur die Zwiebeln pflücken. Und traurig sein, dass es erst 3 sind nach 4 Tagen. Hi. Klar, habt ihr gern geholfen. Mach's gut. Bis zur Hochzeit. Das dauert wohl noch ein wenig. Okay. Wir wollten. Hinterm Spielplatz war was versteckt. Mal gucken. Hast du schon wieder was rangeschrieben, Luis? Da will jemand karpfen. Ich fange jetzt keinen Karpfen. So. Hinterm Gemeindezentrum. Also ich klicke auch die ganze Zeit um. Hier? Der Busch sieht halt merkwürdig aus. Könnte auch sein, dass hier dieser Höhleneingang, der Höhlenausgang, ne? Hinterm Gemeindezentrum. Hier kann ich noch nach unten, aber nicht nach rechts rüber. Hier gibt es noch ein Stück runter, aber. Nee, das ist auch nicht zum Kaputthauen. Hier ist irgendwie so eine kleine Beule. Ja, letzten Tag der Saison. Den Busch ansehen. Aber hier kann ja auch nicht dahinter sein. Ich habe keine Ahnung. Wir huschen nochmal hoch zum Bahnhof. Mal, was da noch so abgeht. Ob wir da jetzt schon den Schatz ausgebuddelt haben, kann ich gar nicht sagen. Linus da, ja. Hier, Linus, eine Zwiebel. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Die Leute hier scheinen nett zu sein, aber sie meiden mich. Ich nicht, wir sind Best Friends. Mit Linus und dem Zauberer bin ich Best Friends, ey, cool. Warum diesen Zauberer? Das ist schlecht, dass du hier oben rumläufst. Ich habe mich letzte Nacht in die Höhlen geschlichen und mir einen fiesen Schnitt von einer Steinkrabbe geholt. Erzähl's niemand, okay? Das Problem ist, wenn Leute hier rumlaufen. Da ist der Schatz. Eine Schatzkiste? Wow, sie ist voller Schätze. Sie bringt sicher einen guten Preis. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich hab's vergessen, wo ich war. Zauberer und Linus. Achso, ja, die NPCs können dir Bäume kaputtlatschen. Glaube ich. Oder zumindest irgendwelche viele andere Sachen, wenn du die in die Laufwege stellst. Kann es sein, dass sie die kaputt treten? Ist ja natürlich ein wenig ärgerlich. Irgendwas ist da unten fertig. Der Honigwein ist schon fertig? Wow. Ich bin mal gespannt, was die Schatzkiste bringt. Das werden wir in ein paar Minuten erfahren.
Ja, ist der Met, der fertig ist. Wow. Den wird Shane lieben. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Axt. Auf jeden Fall brauchen wir Holz. Viel Holz. Damit wir jetzt den Hühnerstall aufbauen können. Ui, guck mal, schöne Schmetterlinge. Ja, Holz für den Hühnerstall. Und dann mal schauen, was noch so ist, ne? Noch so anfällt. Hier ist noch ein Baum groß, den können wir auch gleich abhacken. Und dann geht's ins Bett. Morgen ist dann Krobus dran, weil man da, wie gesagt, einen Iridium-Sprinkler kaufen kann. Jeden Freitag. Und ich möchte den halt fürs, eigentlich nur fürs Gewächshaus erstmal haben. Die anderen möchte ich mir erarbeiten und nicht kaufen, weil sie kosten auch 10.000, sie sind nicht billig. Aber ich möchte gerne. Weil ich habe jetzt keine Lust, noch im Gewächshaus selber gießen zu müssen. Reicht schon, wenn ich das Stück hier habe. Was ich heute vergessen habe, wie es scheint. Holen wir doch nochmal schnell die Gießkanne. Oder wir holen uns nochmal schnell einen Sprinkler. Eisengold und Quarz. Kommt, wir haben uns mal nicht so. Mal gucken, wir können auch schon den Iridium-Sprinkler herstellen. Gold, Iridium und Batterie. Wir haben ein paar Batterien. Wir haben ein einziges Iridium. Ist natürlich ärgerlich. War es das auch schon wieder mit der Folge? Geben mal nächtigen. Doch, die Geoden habe ich auch total vergessen. Die wollten wir auch machen. Wir müssen morgen mal eh zum Schmied dann nachher hin. Und der Schatz hat 5.000 gebracht. Na. War doch ganz erfolgreich wieder ein der Tag. So, Leute. Es ist Freitag. Es regnet. Es ist der 5. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Und ich sag mal, bis denn dann. Ciao, ciao.